Hallo ihr Lieben. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Saarburg. Schöne Strecke. Der ganze Wein, den du eingekauft hast, der klappert gerade da hinten die ganzen Kisten. Nein, eine Kiste. Oh, wenn man an der Mosel ist, da muss man auch mal ein bisschen Wein holen, ne? Also so ist es ja nicht. So, erstmal den Corona-Bescheinigung ausfüllen, bevor wir in die Rezeption gehen. Sind jetzt bei der Saarburg, in Saarburg angekommen, haben uns ein bisschen hier schon mal aufgerödelt. Das ist ein Stellplatz. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Wie viele Plätze hat der Schatz? Oh Gott, weiß ich nicht. Jede Menge auf jeden Fall. Gar nicht. Auf jeden Fall ist der ziemlich groß. Direkt an der Saar. Ja. Hier. Genau. Direkt hier, Fahrradweg. Genau, dann schwenkt man. Genau, und dann kann man da so direkt zum Platz gehen. Die Stellplätze sind jetzt ein bisschen schmaler als in Mienheim, Klüssenrad. Ja, und in Mienheim. Mienheim waren die Plätze auch größer. Mienheim war auch größer, aber Klüssenrad, da übrigens nochmal schönen Dank an Marco. Das war ein sehr schöner Tipp. Den haben wir natürlich gerne wahrgenommen, waren in der Nähe. So, und diesen hier haben wir jetzt vom Detlef, habt ihr ja gesehen, ne? Von Detlef und Birgit, mit dem wir jetzt die Woche zusammen waren. Der sagte uns, dass hier auch sehr schön ist, der kennt sich auch gut aus hier. Ja, dann haben wir das natürlich auch nochmal gemacht. Sehr schön. Relativ steiler Eingang in die Saar. Ist affenheiß, Leute, affenheiß. Ja, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Mikrofon vernünftig funktioniert. Und wir den bisschen Wind, den wir haben, das sieht man an meinen Haaren, ne? Das bisschen Wind, was wir haben, den mir nicht wieder den Ton versaut. So, wir machen jetzt mal eine kleine Runde, also auch für Hunde, super schön, super gut. Bist du schnell hier, um die Ecke, kann sich euer Hund entleeren. Ja, Stadt und so, da warten wir mal ein bisschen ab, bis die Sonne ein bisschen tiefer steht. Wir wollten jetzt eigentlich erstmal nur mal kurz ein bisschen ans Wasser, mal 3 Meter laufen. Und einmal noch mal so für den Hund so einen kleinen Gang machen. Ne? Also die Sonne brennt wie blöd. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, das tut gut. So, von dem Reisemobilpark, Saarburg, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie der heißt, da dann ja hinten, wo ich gerade gefilmt habe, da sind die Reserve- oder Ersatz- oder Ausweichparkplätze. Ja. Also auch jede Menge Platz hier. Auch mit Strom, ja, genau, aber nicht so parzelliert wie auf dem Hauptplatz. Ja, dann habt ihr auch unheimlich viele Möglichkeiten noch zum Laufen. Hier haben wir die Stadt, ne? Der Wasserfall in der Stadt. Dann die Burgruine, Saarburg. Und ich glaube, das Städtchen ist auch ganz nett. Wir wollen heute Abend mal ein bisschen gucken, wenn es kühler ist, mal in die Stadt rein. Und dann werden wir morgen noch den ganzen Tag mal hier irgendwie noch genießen. Hier unten ist der Stellplatz. Da kann man hier schön lang gehen.
Und dann kommt man hier über die Altstadtbrücke und hier ist dann die ganze Altstadt. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das ist der Saarradweg. Und der hat hier 160 Stellplätze. 160, das ist viel. Aber wahrscheinlich auch mit dem Ersatzplätzen da an der Seite. Relativ wenig Bäume. Ja. Aber WLAN, ne? WLAN ist umsonst. Und Fähr- und Entsorgung zeige ich aber noch. Auch sehr gut gemacht. 2 Stück hat er davon. Und die Kosten hier 11,50 Euro. 11,50 Euro. Wenn man 3 Tage bleibt, 31,50 Euro. Kannst nicht meckern. Und vor allem auch gutes und schnelles WLAN, muss ich sagen. Ja, man ohne großartige Tamtam anmelden, ne? Also ohne Passwort und alles. Ohne Tamtam anmelden. Ja. Wer ist denn jetzt Tamtam? Ja, Passwort etc. Nein, alles gut. Also, wir versuchen jetzt hier nicht ganz leer zu laufen und gucken mal, dass wir heute Abend oder später Nachmittag in die Stadt kommen. Dass wir uns da mal was angucken. Und vielleicht ist auch die Burgruine noch schön beleuchtet. Keine Ahnung, wir waren auch noch nie hier. Also von daher würde ich sagen, erstmal bis gleich, ne? Oder? Wenn man so was Kühles, Kaltes gönnen, oder? Bis gleich. Kühles, Kaltes. Eine kleine Korrektur nochmal oder Verbesserung. Die Reservierung kannst du machen, wenn du mindestens 5 Tage hier bleibst. Und dann kostet die Reservierung als Gebühr 2 Euro. Ne? Jo, das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, weil manchmal geht mir bei der Hitze auch ein bisschen Gehirnflöten. Ja. Kocht ein bisschen über. Was sie auch gut machen, ist die ganzen Hundekotbeutel an vielen, vielen Stellen schon okay. Also ja. Könnte schon glauben, dass es eine hundefreundliche Stadt ist. So, wir gehen jetzt hier gerade über die Saar-Altstadt-Brücke in die Altstadt rein. Durch diesen Tunnel. Da müssen wir jetzt hoch. Got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? Inside this narrow maze. Ja, der Anstieg ist schon nicht ganz unerheblich, will man so sagen, aber ist machbar. Es gibt 2 Möglichkeiten, einmal so direkt am Hang hoch
relativ steil und schotterig. Und einmal jetzt da, wo wir hergegangen sind, mit diesem Pflasterstein letzten Endes. Der ist ein bisschen länger, aber dafür flacher, deutlich flacher. Ein paar Infos zu der Burg. Ich habe hier ja ein Zettelchen. So, das ist eine der ersten und mächtigsten Höhenburgen im Westen. Und wurde von Graf Siegfried von Luxemburg 964 erbaut. Der Schlossbering war 137 Meter lang. Der Burgbrunnen reichte mit 60 Meter Tiefe fast bis zur Saarsohle. 107 Stufen führen zum Aussichtsplateau. Da müssen wir noch hoch. 107 Stufen. Eieieiei. We speak but oh nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me? Or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the inside this narrow maze. Da hinten ist irgendwo der Campingplatz, Stellplatz. Ich gehe jetzt wieder runter. So, da ist der andere Weg jetzt. Ein bisschen steiler und ein bisschen rutscheliger. Und trotzdem machen wir es. So. Ja, die Burg, klein, aber fein. Sehr schön, also die Saarburg. Unbedingt machen. Sollte man mal machen, wenn man schon mal hier ist. Klar, klar. Ja, die 100, was war das? 174? 107. 107 Stufen. Die habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt nicht jeder einzelne, aber. Boah, der geht aber auch hier ab. Ja, und die werden nach oben hin auch immer ein bisschen enger. Manchmal muss man auch den Kopf einziehen. Aber die Aussicht ist grandios. Der Hund brauchte eine Pause. Ja. Und bei der Gelegenheit haben wir auch ein Eis gegessen. Ein kleines Eis nur. Ein kleines. Joghurt. Gesund. Aber das ist hier direkt an den Wasserfällen. Jo. Das ist schon interessant. Ja. Das ist schon mega. Ja. Aber habe ich so in der Form auch nicht gehabt, oder? Ja, das ist hier so in der Innenstadt.
Altstadt. Das ist direkt am Museum. Am Museum, genau. Und das Am Museum beinhaltet ja, wie der Name schon sagt, Museum und das ist jetzt hier auch der Buttermarkt. Da ist die erste Mühle, die hier an dem Wasserfall war. Und die ist jetzt inzwischen umgebaut worden zu einem Museum und Kultur und Kunstgalerie. Da sind die bedeutendsten Saarburger Handwerksberufe ausgestellt, wie die Gerber, Glockengießer, hier ist ja auch Glockengießerstadt, ne? Drucker, Schuster und Schiffer, und das ist alles in dem Museum drin. Und jetzt gehen wir gleich mal ein Stückchen weiter, da sind die Mühlen, die Hackenberger Mühle ist da, Wassermühle. Da gucken wir uns auch noch an. Also Saarburg, Daumen hoch. Da sind ja so alte Zeichen am Haus, wo früher die Fischer drin gewohnt haben. Das ist hier die Straße, wo früher die Fischer gewohnt haben. So, meine Lieben, hier gibt es noch jede Menge mehr. Aber es ist zu warm. Wir brechen das mal an dieser Stelle ab. Genau. Jetzt haben wir einen Grund, wiederzukommen. Ja, das kann ich nicht mehr so wirklich. Nee. Das reicht dann auch. Wir wollen auch nicht mehr so wirklich. Reicht dann auch. Es gibt hier noch ein Mühlenmuseum. Ach, was noch alles? Ja, Kuno-Turm. Kuno-Turm, genau. Hackenberger Mühle ist hier. Mühlenmuseum. Scheint aber geschlossen zu sein. Ja, jede Menge also. Haut uns aber hier den Wind um die Ohren auf einmal. Naja. Ich hab gerade Sand im Raum. Ja, aber an deine Haare kann man wenigstens sehen, wie der Wind geht. Bei mir geht das nicht. Kann man auch an den Bäumen sehen. Ach ja. Genau, im Hintergrund sind Bäume. Dann haben sie dann angesagt, Gewitter.